Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Diesmal geht es um die Umhänge aus Schollo und das ist unsere Ausbeute. Die gucken wir uns jetzt mal an. Zuerst habe ich die grauen Umhänge mal genommen. Da haben wir als allererstes den Körperumhang. Ne? Bekanntes Modell. Kurze Info am Rande. Wir sind ja gerade hier mit Schollo auf dem Level auch von Stratholm. Das heißt, es werden sich viele Sachen wiederholen. Wir gucken uns die Sachen trotzdem einmal an. Ne? So, hier haben wir den kurzen Umhang mit der Umrandung in Braun. Dann haben wir den Häkelumhang. Das ist der, der ein bisschen gestreift ist, ein bisschen verblasst hier unten mit Nähten. Das ist wahrscheinlich eher Leder. Dann haben wir den glatten Umhang. Da sieht man auch wieder diesen Felleffekt, nur halt in Blau. Dann haben wir den dicken Umhang. Auch wieder Felleffekt, diesmal aber in Gelb-Orange und weißen Rand. Und wir haben den Doppelverbund-Kettenumhang. Das ist wieder der in Braun-Rot, hier mit Musterung. Das ist ja eher für die Kettenrüstung oder für die Plattenrüstung. So, dann kommen wir mal zu denen in Grün. Da habe ich als allererstes den Kriegstreiberumhang. Den kennen wir auch schon, ne, mit der Musterung und diesmal mit dem schönen Schwarz. Dann haben wir den majestätischen, das gleiche Modell in Lila. Dann haben wir das Dämmergewirkte, gleiche Modell in Grau. Dann haben wir den Häuptlingsumhang. Das ist dann wieder Leder, hier mit den Schnallen, ne, hier mit dem Muster am Rand. Und das verblassene Farbbeispiel in der Mitte. Dann haben wir das Schwarzschmiedecape. Da haben wir einen zweiteiligen kurzen. Halt sehr dunkel. Ne? Ist halt schwarz. Und hier ist halt ein bisschen grau-schwarz verbleicht. So, dann haben wir das Championscape. Auch das gleiche Modell an sich. Nur hier oben haben wir dann die Ketten. Und es ist dann weiß-gold, würde ich mal sagen. Dann haben wir das königliche Cape. Das Modell am Anfang, bloß halt in blau. Dann haben wir das hauchzarte Cape. In weiß. Bald haben wir alle Farben durch. Dann haben wir das Adelscape. Das ist dann wieder ein anderes Muster. Auch wieder, ich würde schon fast sagen, violett. Und hier oben diese Ketten, ne? Dann haben wir das Kabbalistenumhang. Den Kabbalistenumhang. Da haben wir dann auch wieder die Schnellen hier oben. Auch das Muster am Rand. Diesmal bei kurz. Und ich glaube, das hat auch so einen leichten Blau-Violett-Touch. Dann haben wir den rechtschaffenen Umhang. Den kennen wir auch. Den gibt es, glaube ich, auch jetzt lang und geschlossen. Hier mit diesem Farbverlauf, ne, nach unten wird es immer dunkler. Hier so weiß-grau. Hier oben so leichte Fortsätze. Auch ein sehr schönes Modell an sich. Dann haben wir den heraldischen. Der sieht genauso aus. Warte mal. Sieht der genauso aus, der Rechtschaffene? Ja. Der Rechtschaffene und der Heraldische sehen gleich aus. Dann haben wir den blauen Nebelumhang. Den kennen wir auch schon, ne? Komplett in Blau. Dann haben wir den Imperialen. Da haben wir dann hier oben auch wieder diese Schnallen, Zweiteilung und dann diese Orange-Rot-Töne. Dann als nächstes den Umhang des Winterschlafs. Ne, da hat man wieder diesen Felleffekt mit drin. Diesmal aber in grün, blau. Ja, ist türkis eher, ne? Dann haben wir den Waldläuferumhang. Auch wieder der Felleffekt. Diesmal aber eher in diesen blassgrünen Tönen.
Dann haben wir den Bannzauberumhang. Diesmal in dunkelblau. Der Brigadeumhang. Da haben wir dann orange-rot, auch wieder zweigeteilt, aber in kurz. Ne, auch sehr hübsch. Dann haben wir den Fährtenleseumhang. Da habt ihr hier oben auch wieder diese Schnallen, dann grün-gelb. Ne, auch ein bekanntes Muster. Und wir haben den Myrmidonenumhang. Da haben wir hier oben wieder die Ketten und diesmal ist ein gelb-orange. Gut, ne? Meist haben wir ja hier vorne die Dinger, deswegen drehe ich sie gar nicht um. Das waren die Umhänge. Und nächstes Mal machen wir dann die Waffen, die wir ja eigentlich immer vor den Umhängen gemacht haben. Irgendwie, keine Ahnung, warum ich diesmal andersrum mache. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also bis dahin. Tschüss.